Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich befinde mich hier am Palazzo, denn hier findet wieder ein Fest aller Sinne statt. Palazzo ist eine Welt der Fantasien und Genüsse. Europas erfolgreichstes Gourmet-Theater gastiert zum zweiten Mal am Bahnhof Zoo. Die Gäste werden bestens unterhalten. Mit 3 Stunden Akrobatik und Comedy, Tanz und Gesang, Esprit und exzellente Cuisine. Was ist denn das Programm dieses Jahr? Heute haben wir ein Programm, das sind die Glücksjäger. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wir sind eigentlich hier nicht in einem Palazzo-Zelt, sondern wir sind in einem Hotel-Casino, ein kleines Hotel-Casino Vorstadt, wo alle Menschen hinkommen, die das Glück suchen. Und die Mitarbeiter in diesem Hotel-Casino, das heißt Lucky Inn, sind dann auch natürlich Artisten, sind Musiker und mit den Menschen, die dann hierher kommen. Das ist wunderbar. Schöne Idee. Wie viele unterschiedliche Nationen von Künstlern haben Sie denn hier? Diesmal sind wir 19 verschiedene Nationen und insgesamt fast 90 Mitarbeiter. Ich möchte mal irgendwann beim Casting dabei sein. Das stelle ich mir auch hervorragend vor. Ja, ich meine, da es ja 7 Palazzos gibt mittlerweile, ist es ein gigantisches Casting. Und mittlerweile bewerben sich so viele Artisten, weil wir so einen guten Namen haben international. Das macht natürlich Spaß. Wunderschön. Und Ihre vielen, vielen Gäste werden sicherlich das Glück finden vor Freude, weil es so ein tolles Programm ist und kulinarisch schönes Essen. Kulinarisch ist extrem gut. Super. Vielen Dank, Herr Boden. Bitte sehr. Dankeschön. Kulinarisch ist es schon seine 6. Saison. Und was gibt es denn kulinarisch zu genießen von Ihnen? Was gibt es kulinarisch? Wir machen eine kleine Reise. Am Anfang wird es ganz frisch, aber ein ganz kleines bisschen japanisch angehaucht mit Tempura Garnelen. Dann wird es ungarisch mit einer Kürbis-Paprikasuppe. Die wird auch ein kleines bisschen pikant-würzig angemacht mit einer langsam gegarten Lachsforelle. Und dann geht es kulinarisch, geschmacklich in meine ursprüngliche Heimat, ins Rheinland. Es gibt einen Sauerbraten. Aber es gibt einen Sauerbraten vom Rinderfilet. Im Rheinland ist ja Pferd, ne? So die Tradition. Klassischerweise wäre es Pferd, aber ich glaube, da würde man den einen oder anderen hier doch vor den Kopf stoßen. Und es soll natürlich trotzdem ein bisschen was Besonderes sein. Und deswegen ist es der Sauerbraten vom Rinderfilet. Nicht nur das Essen ist exzellent, aber auch so wartet man auf die Akrobatik und wünschte man hätte auch mal sowas gemacht. Vielleicht hast du sowas gemacht? Also ich bin ja kein Akrobat, aber ich mache ja auch heute noch ganz viele solcher Veranstaltungen. Bin jetzt zum Beispiel im Möbelhaus in Cottbus, wo immer Journalisten sagen, die ist im Möbelhaus. Na, müsstest du mal sehen, die machen eine Bühne, eine Technik und die Leute stehen da eine Stunde und freuen sich. Also solche Sachen sind schon sehr schön, aber ich staune immer, wo er jedes Jahr wieder die neuen Akrobaten findet, die ja unglaublich sind und vor allen Dingen in der Enge arbeiten. Also manchmal haben wir schon gedacht, oh Gott, wenn der jetzt runterkommt, ja. Also Faszination pur jedes Mal. So, kommen Sie öfter zum Palazzo? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich regelmäßig hier, weil ich den Kolja lange kenne und den Herrn Wodatz auch und insofern Hans-Peter auch. Und insofern muss ich sagen, komme ich gerne, wenn ich kann. Und ich bin zurzeit sehr viel unterwegs. Aber der Termin hat wieder gepasst, obwohl ich heute einen Videodreh hatte. Aber der ging sehr früh zu Ende. Also wunderbar. Und da gehe ich gerne hin, muss ich sagen. Weil ich finde die Artistik hier großartig. Und das Essen stimmt auch noch ein bisschen. Und da ich mir die BAföG gestrichen habe, muss ich ein bisschen darauf achten, dass ich was zu essen kriege. Nein, Quatsch. Ist einfach ein schöner Termin. Ich habe das immer gern gesehen. Was da abgeliefert wird, ist sensationell stark. Und insofern ist es ein Termin, den ich gerne erfülle oder wahrnehme, wenn ich kann. Das waren jetzt meine 2., 3. und 4. Frage. Ja. Alles in einem beantwortet. Vielen Dank. Zu Trump habe ich auch noch was zu sagen. Ja, das sagen Sie mal ganz kurz. Er hat Gott sei Dank nicht alles gewonnen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Profi-Boxerin kam sehr elegant. Als Sportlerin weißt du ja zu schätzen, die akrobatische Kunst, die Sie hier... Ja, könntest du dir sowas vorstellen? Um ehrlich zu sein, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen crazy an, aber ja, also alles, was sportlich ist und vor allen Dingen das, was die Ladies und auch die Herren machen, wie manche da aussehen, unglaublich, Gott, habe ich es gesagt gerade. Nein, es sieht sehr ästhetisch aus, es sieht sowas von schön aus, wirklich, und Hammer, und diese Ausdauer und Körperbeherrschung, sensationell. Du bist in netter Begleitung, stell uns mal vor, hallo. Ja, sehr gerne. Das ist meine Geschäftspartnerin Eileen Hoffmann von K2 Fashion. Das ist diejenige, die hinter meinen ganzen Outfits steckt.
die meine Outfits macht. Und auch jetzt für den jetzigen Kampf oder für den kommenden Kampf am 15. Dezember, der auch auf Sat.1 übertragen wird, auch mein Outfit gemacht hat. Also alle sportlichen Outfits, die Ikram trägt, designen Sie nicht nur? Nicht nur. Die sportlichen Outfits designen wir für Ikram. Und ansonsten sind wir das Berliner Label Kitu Fashion. Ja, super. Das klingt gut. Frau, die das Leben mag und voll im Leben steht. Und ein perfektes Model haben Sie da. Mein Model. Dankeschön. Danke. Xenia, Palazzo ist wieder da. Du warst schon öfter hier. Wie sehr freut es dich immer wieder? Es freut mich tatsächlich immer wieder, weil es jedes Jahr doch irgendwie anders ist. Also nicht nur das Essen, vor allen Dingen die Show. Also ich meine, das Essen natürlich auch meist großartig, ja. Aber die Show, da ist man doch immer wieder jedes Jahr gespannt, wie es denn wohl sein wird. Also ich finde ja Kunst, Artistik, Kulinarik, das gehört zusammen. Und das ist, ich finde, die Köche sind genauso Künstler wie die Leute vom Varieté oder sonst wo. Und die Atmosphäre ist das, was es ausmacht. Ja. Der gute Frank Kessler wohnt jetzt in Rostock. Das Zelt an sich sagt ja schon alles, diese Zirkusatmosphäre, dann mit der Kombination von tollen Künstlern, muss man wirklich sagen, und mit dem Essen dabei, die tollen Gäste hier dabei, meine tolle Frau, du bist toll, ey, alles tut. Hey. Wollte ich nicht wissen, Dankeschön, schönen Abend. Gerne, Don, wünsche euch viel Spaß noch und herkommen, unbedingt herkommen. Wir kommen mal nach Rostock, ne? Yeah, Rostock. Wie viele Berliner du bei uns triffst. So. Hey, yeah. Rostock, homie. Rostock, hey, homie. Alice Brauner, wann immer sie kann, kommt sie ins Palazzo. Für mich ist Palazzo wirklich ein Must-Go und ich kann es echt nur jedem empfehlen. Man fühlt sich nirgendwo wohler, die Atmosphäre im Spiegelzelt. Also ich bin begeistert. Immer wieder. Man sieht ja auch schöne akrobatische Leistungen. Waren Sie auch akrobatisch unterwegs, so als Kind, Ballett oder irgendwas? Ich schwöre Ihnen ja, der liebe Gott hat mich ja mit viel beschenkt. Aber nicht mit dem akrobatischen Körper. Aber mit sehr viel Schönheit. Oh, gebe ich zurück. Dankeschön. Vielen Dank. Ist das Julian FM Stöckel? Zum krönenden Schluss von Palazzo habe ich hier nochmal Julian FM Stöckel, denn der hat was ganz Besonderes schon zum zweiten Mal aufgestellt. Ne? Ja, ich spiele jetzt die Julian FM Stöckel und Friends Show und hatte jetzt meine große Premiere im Ellington Hotel. Es war ganz, ganz großartig und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, weil wir spielen halt mit Freunden und mit Freunden zu spielen bedeutet halt auch, dass man unglaublich viel Spaß dabei hat und da bin ich unfassbar glücklich drüber und ich kann nur sagen, nächstes Jahr, wenn wir wieder in Berlin spielen, es ist die beste Show der Welt, da muss man einfach kommen und ich werde nächstes Jahr einfach die Preise noch mal erhöhen, damit man noch mehr Geld verdient. Der Julian FM Stöckel ist ja nicht nur eine Show, du hast auch ein Thema oder so. Die müssen zum Casting kommen, so auf lustig gemacht. Ja, ich bin die Casting-Direktorin und alle müssen sich bei mir vorstellen und im Grunde genommen geht es ja darum, dass eigentlich nur Diven da sind, alte Diven, die alle in meine Show wollen und meine ganzen Diven, die liebe ich. Mit denen ziehe ich jetzt um die Welt und irgendwann enden wir in Hollywood. Ich sehe es jetzt schon, Celine Dion muss ihre Show beenden, weil wir kommen, Stöckel und Friends. Hallihallo, hier sind wir. Für die letzten Show als Casting-Direktorin hattest du doch nicht diese wunderbare Frisur. Die musst du aber nächstes Mal tragen. Ja. So ist von seinem guten Freund. Ja, Harald Lückler hat mir heute eine Perücke geschenkt und jetzt sehe ich aus wie Amanda Lear und jetzt bin ich Julian FM Lear. Ich weiß jetzt auch, warum Frauen immer pausenlos in ihren Haaren rumfriemeln, weil das macht einfach so. Noch bis zum 4. März heißt es, willkommen im Spiegelpalast des Palazzo. Adnan, das Promi-Restaurant in der City West, hatte zwar nur ein Jahr geschlossen, fühlte sich aber angesichts des Riesenandrang von Freunden und Gästen, als wären die Türen schon länger zugewiesen. Bei dieser Aufmerksamkeit seiner Person und seiner gehobenen internationalen Küche scheint auch der Gastgeber überwältigt zu sein. Es wird jetzt heute wieder feierlich eröffnet, das Adnan. Wie sehr erfreut es Sie? Sehr. Ich habe meine Gäste vermisst. Ich habe einige Gäste lange nicht gesehen. Wie du siehst, eine Familie wieder trifft, freue ich mich. Die haben dich alle so vermisst nach einem Jahr und ich habe schon ganz viele Statements bekommen, wie toll das Restaurant ist. Ich vermisse sie auch, deshalb bin ich wieder da. Claudia Roth fühlt sich bei Adnan wie daheim. Ja, ich freue mich sehr, dass das Charlottenburger schönste Wohnzimmer
wieder auf hat. Wohnzimmer, Mittagszimmer, Abendzimmer, dass sich hier wieder die Freunde treffen können und die Freundinnen. Und es war ein Jahr Fastenzeit im wahrsten Sinne des Wortes. Strahlen auch dementsprechend. Ich freue mich wirklich sehr. Nach 36 Büchern ist er der bekannteste Hotelkritiker und Restauranttester und weiß, wovon er spricht, beziehungsweise schreibt. Jetzt sind wir hier im neu erstrahlten Adlan. Wie sehr erfreut es Sie? Ich freue mich da sehr drüber, weil es ist ein Stück Berlin. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich von meinem Büro mal ganz schnell rüberkommen kann. Ich treffe Leute hier, Netzwerk, Matthias Töpfner von Springer, alle sind hier. Sie waren ja auch vorhin woanders. Sagen Sie mir mal, was Sie gemacht haben. Ich habe für mein 36. Buch den Weltrekord bei der Harvard bekommen. Und dann habe ich jetzt mein 39. vorgestellt, Hotel- und Genussbuch. Und das Kulturhaus Dussmann hat da eine tolle Veranstaltung ausgemacht. Oh toll, da wäre ich gerne dabei gewesen. Was genau stellen Sie vor, Hotels in Berlin oder in Deutschland? Dieses Buch ist ein Querschnitt durch die weite Welt mit Schwerpunkt Deutschland. Aber ich habe 2500 Hotels gesehen, bewertet und eingeordnet. Und da habe ich einige ausgewählt und das Buch heißt Die ehrlichen Sterne, weil die meisten sind selbst gebacken. Ulla Kock am Ring wohnt direkt in der Nachbarschaft und hält das Restaurant für eine Institution. Wie sehr erfreut es Sie, dass Adnan wieder da ist? Also wir wohnen hier in der Nachbarschaft und wir kennen Adnan, also ich kenne ihn seit 2001. Und wir kommen vor allem im Sommer sehr gerne hier hin. Im Winter ist es mir manchmal ein bisschen zu laut, weil dann bin ich am nächsten Tag immer heiser, weil die Akustik hier so ein bisschen, ne? Und als er zugemacht hat, waren wir ab und zu hier, weil wir dann nach gegenüber ins Mondo Pazzo gegangen sind. Und das Mondo Pazzo macht sonntags erst um 17 Uhr auf. Und Adnan war dann ab und zu hier und sagte, kommt doch einfach für eine Stunde rüber. Und dann haben wir uns hier so ein bisschen unterhalten und gequatscht. Und er ist natürlich eine Institution. Und er ist ein, finde ich, außergewöhnlich guter Gastgeber. Er hat einen sehr guten Blick auch für Menschen, wie setze ich die Leute. Es gibt ja viele Animositäten hier im alten West-Berlin. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß davon. Ja. Und insofern freut mich das sehr, dass er hier wieder an seinem alten Platz da ist. Der große Gastgeber ist wieder da. Adnan gibt einem das Gefühl, nach Hause zu kommen. All night long.